Hallo, heute beginnen wir ein neues Thema. Wir sehen uns heute einzelne Worte an und bilden auch einige Sätze dazu. Heute geht es um das Thema die Familie. Ha Mishpacha. Wir beginnen wieder von rechts nach links. Das erste Wort ist Abba. Abba. Das bedeutet Vater. Dann haben wir Ima. Ima. Mutter. Saba, Saba, das ist der Großvater. Safta, Safta, das ist die Großmutter. Jelet, Jelet und Jalda, Jalda. Bei dem rechten Wort Jelet, wo es mit einem Dalet endet, das ist das männliche Kind. Und Yalda, wo das Wort mit dem Hey endet, das ist das weibliche Kind. Dann haben wir Tinok, Tinok und Tinoket, Tinoket. Auch hier wieder dasselbe. Auf der linken Seite, wo das Wort mit dem Buchstaben Taf endet, ist das weibliche Baby. Und Tinok ist das männliche Baby. Ben, Ben, das heißt Sohn, und Bat, Bat heißt Tochter. Ach, Ach ist der Bruder und Achot, Achot ist die Schwester. Dot, Dot ist der Onkel. Doda, Doda ist die Tante. Ben Dot, Ben Dot, das ist der Cousin und Bat Doda ist die Cousine. Jetzt habe ich geschrieben, im Hebräischen heißt Ben Sohn von. Wer sich von euch in der Bibel auskennt, kennt bestimmt die Begriffe Sohn Davids, Sohn von David oder Jesus, Sohn von Josef oder Josef, Sohn von Jakob. Es gab ja keine Familiennamen. Und daher ist das Wort auch Ben, ist auch Sohn von gemeint. Jetzt schauen wir uns einige Sätze an. Beginnen wir mit Anachnu Mishpacha. Anachnu Mishpacha. Wir sind eine Familie. Das Anachnu bedeutet wir und Mishpacha. Mishpacha ist die Familie. Anachnu Mishpacha. Wir sind eine Familie. Jetzt haben wir hier nicht das Wort sind oder eine, wie man im Deutschen sagt. Im Hebräischen lässt man das weg. Genauso wie das Wort ist. Das Wort ist gibt es im Hebräischen nicht. Ihr müsst es euch einfach dazu denken. Yeshli ach gadol ve'achot gadola. Yeshli ach gadol ve'achot gadola. Ich habe einen großen Bruder und eine kleine Schwester. Hier sehen wir jetzt auch die männliche und die weibliche Form. Ach ist der Bruder, dann wird das Wort Gadol benutzt. Aber bei Achot, bei der Schwester, benutzen wir Gadola. Hier sehen wir wieder das Hey am Ende, wo auf ein weibliches Wort hindeutet. Genauso wie bei der Schwester, bei dem Achot mit dem Taf. Ha, Mishpacha. Gadola. Ha, Mishpacha, Gadola. Die Familie ist groß. Hier haben wir wieder das Wort Mishpacha, Familie und Gadola. Auch hier wieder das Wort Mishpacha ist ein weibliches Wort, also benutzen wir auch hier wieder bei groß das Hey am Ende. Hier sehen wir auch den Buchstaben Hey
zu Beginn des Satzes. Das Hey ist der Artikel, der, die, das, der einzelne Buchstabe. Die Familie ist groß. Ich hoffe, es hat euch gefallen, das Video zu dem Thema die Familie. Es werden noch weitere themenbezogene Videos kommen. Schaut es euch gerne öfters an. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, so lasst bitte ein Abo und einen Daumen nach oben da. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Shalom!